got the things we need. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute gibt es mal wieder einen neuen Vlog von mir. Wir haben einen ganz normalen Tag. Heute ist Mittwoch, glaube ich. Ich hatte gestern ein Vorstellungsgespräch. Das hat mega gut geklappt. Und ich möchte jetzt bald Probe arbeiten. Das frage ich heute im Kindergarten. Kläre das ab, ob ich einen Finn schon um 7 hinbringen kann. Und bis 14 Uhr, weil das halt 7 Stunden sind, wie man das macht dann, weil er darf eigentlich nur 6. Und ja, Finn ist ein bisschen krank, deswegen rufe ich jetzt im Kindergarten an und sage, wir kommen später. Wir haben jetzt nämlich kurz einen Arzttermin. Und ja, wenn der Arzt sagt, alles ist okay, darf er danach auf jeden Fall noch in Kindi, weil er liebt den Kindi ja eigentlich. Da ist übrigens meine Yogamatte, die ist da, dass wenn ich Finn in den Kindergarten gebracht habe, dass ich dann auch Sport mache. Ja, genau, ich melde mich dann nachher wieder. Genau. Müde. Mag der Finn nachher noch in Kindi? Ja. Super. Hoffen wir mal, dass der Doktor deinen Husten wegkriegt, ha? Der ist schon nervig. Und hoffen wir mal, dass wir vielleicht noch rechtzeitig zum Frühstück kommen, dass du da noch essen kannst. Sonst isst du daheim, wenn es zu spät wird, gell? Ja. Finny braucht das im Bauch. Oh mein Gott, sehe ich schrecklich aus. Ja, also ich bin jetzt wieder zu Hause. Finn ist im Kindergarten, hat voll gemeint. Also es wird irgendwie immer schlimmer. Und ich frühstücke jetzt erstmal lecker und dann gehe ich zu Fielmann. Ups, Schleichwerbung. Weil ich neue Linsen bestellt habe, weil meine anderen zu schlecht waren. Damit traue ich mich nicht mehr Auto fahren. Und genau. Dann trage ich die einfach den Tag über und schaue, wie die so sind, weil die sind mit Zylinder und ich weiß, dass ich mit denen nicht gut zurechtkomme, weil bei jedem zweiten Blinzeln sieht man unscharf. Das bringt mir dann auch nichts, wenn ich Auto fahre und immer unscharf sehe. Genau. Ich zeige euch gleich, was ich esse. Und ein bisschen Hausarbeit muss ich heute auf jeden Fall auch noch machen. Hier sieht es wirklich wieder aus wie Schwein, wirklich. Also, ja. So ist das halt mit Kleinkind, ne? Tada, mein Essen. Ei mit Maggi, dann Brot mit Butter, Salami und Lachsschinken, weil Salami zu wenig übrig war. Und ganz viele Tomaten. Ja, ich probiere manchmal süß zu essen, aber irgendwie komme ich immer wieder zurück zum Herzhaften. Ich bin einfach kein Süßesser. Oh, und das lasse ich mir jetzt schmecken. Ich habe so Hunger. So, ihr Lieben, ich habe jetzt fertig gegessen und ich habe jetzt auch noch bei meinem vielleicht bald Arbeitgeber angerufen. Für die, die es nicht wussten, ich hatte gestern ein Vorstellungsgespräch für eine Ausbildung zum medizinischen Fachangestellten. Und ja, also ich fand es wirklich richtig toll. Das waren richtig, also die waren richtig nett alle. Und mir kommt es auch ziemlich familiär vor. Und die Praxis ist cool und die ziehen bald um. Und also es ist einfach wirklich super. Ich fand es richtig toll. Ich war mega aufgeregt davor. Und will jetzt nur noch mehr da arbeiten. Und ich habe halt gefragt oder mir wurde auch angeboten, dass ich mal 2 Tage bei denen reinschnuppe, um mal zu sehen, wie es mir da so gefällt. Und natürlich muss ich das erst mit dem Kindergarten und so abklären, ist ja klar. Weil wenn ich dann den ganzen Tag bin, Finn ist nur halbtags da. Und ja, auch mit dem Paddy einfach, dass eben der Finn abgeholt wird und hingebracht wird. Da habe ich mich dann heute natürlich gleich zurückgemeldet, weil die haben natürlich auch noch andere Bewerber. Und ich möchte natürlich jetzt mein Bestes geben und zeigen, was ich kann. Und schauen, ob wir gut zurechtkommen alle miteinander. Ich meine, die kommen mir ja schon sehr sympathisch vor. Und er meinte auch, er kann sich's gut vorstellen, wenn ich bei denen anfange. Und ja, ich freue mich mega drüber. Und ich am Montag geht's los, dann mache ich 2 Tage Probearbeit. Und ich werde vielleicht im nächsten Vlog dann sagen, wie es war. Genau. Ach ja, da bin ich jetzt immer noch ein bisschen aufgeregt. Und ja, jetzt gehe ich auf jeden Fall zu Fielmann. Hol mir die Kontaktlinsen, danach werde ich wieder hierher kommen, werde mich schminken, weil ich kann es absolut nicht leiden, wenn ich ungeschminkt bin und Kontaktlinsen drin habe, dann bin ich so leer im Gesicht. Mit der Brille, finde ich, geht's noch, da kommt es nicht so rüber, aber wenn ich keine Brille auf habe, bin ich zu nackt. Also, was heißt das? Ich sollte mir die Augen lasern lassen oder sowas, dann würde ich nämlich mich eher und öfter schminken. So ihr Lieben, ich habe jetzt die Kontaktlinsen drin, habe mich natürlich ein bisschen geschminkt, dass ich nicht ganz so furchtbar aussehen. Oh, ihr wisst gar nicht, was für ein tolles Gefühl es ist, wenn man wieder normal sieht, ohne dass die ganze Zeit irgendwie Dreck auf der Brille ist, weil es passiert einfach die ganze Zeit. Ja, ich habe jetzt noch ein kleines Video gedreht zu diesem
schlichten Make-up für ein Vorstellungsgespräch, weil ich gerne ein Get Ready With Me machen will. Ich hoffe, es interessiert euch, denn ich habe im Internet einfach mal nachgeschaut, wie man sich denn zu kleiden hat bei einem Vorstellungsgespräch. Normal weiß man das, aber mir war jetzt einfach Bluse und so ein bisschen zu overdressed für die medizinische Fachangestellte. Und da gab es keine Videos drüber und ja, eigentlich wurde immer nur gesagt, ja, Bluse und eine Hose, eine Stoffhose. Das war mir zu ungenau und ich dachte, dass es nicht jedem so passiert wie mir und er dann sucht und nichts findet, mache ich ein Video darüber. Genau. Und das Make-up habe ich jetzt abgedreht. Haare und so mache ich dann später. Aber ich will mir da schön viel Zeit lassen, das auch wirklich gut machen. Und jetzt holen wir mal Finn wieder vom Kindergarten ab. Und außerdem habe ich jetzt wirklich gar nichts im Haushalt gemacht. Also, weiß ich, was ich nachher machen kann, wenn Finn schläft. Schaut mal, wer hier ist. Der Finny. Ja, also ich habe Finn jetzt abgeholt. Und er hat heute Morgen sehr, sehr, sehr geweint, weil wir sind später gekommen, weil er halt ein bisschen kränkelt und ich wollte davor zum Arzt. Und dann waren wir erst um 9:30 anstatt, nein, dann waren wir erst um 10:30 anstatt 9:30 da. Und ich habe die gerade getroffen, als sie über den Zebrastreifen sind, kurz vorm Kindergarten. Und dann meinte die, ich soll kurz zur Seite. Und dann haben sie ihn halt gleich rausgeholt, ohne, ja, ich habe mich nicht richtig verabschieden können. Und hat er natürlich geweint und oh Gott, mir tat es so leid. Ich habe mir überlegt, ob ich noch kurz mit rausgehe oder so. Aber die meinten, nee, das machen wir so. Und dann meinten sie, ja, der hat noch ein bisschen geschrien, weil er es auch so gern macht, um Grenzen auszutesten. Und seitdem war es aber gut. Und jetzt hat er gerade seiner Erzieherin einen Kuss zum Abschied gegeben. Ich so, ja, wir haben die größten Differenzen, aber irgendwie mögen wir uns am meisten. So. Weil, ja, dann habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich, weil es bei mir auch so ist. Ist halt so, ich denke eher, das ist ein Liebesbeweis, wenn der so seine Grenzen testet. Wenn der sich das so traut. Genau. So viel jetzt dazu. So, mein Finny-Baby schläft und deswegen habe ich jetzt Zeit. Ich habe jetzt nämlich schon die Küche ganz aufgeräumt und den Gang. Hier noch ein bisschen Wohnzimmer und dann habe ich hier auch was geschafft. Genau, ich schaue jetzt noch ein paar Get Ready With Me an, weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, wie ich das machen mag mit der Frisur und allem oder mit den Klamotten, ob ich da auf meinen Kleiderschrank zeige oder ob ich es einfach so mache und dann angezogen bin. Paddy muss nachher zu seiner Schwester fahren, weil die ja die Autos getauscht hatten, weil nur Paddy Science eine Anhängerkupplung hatten, die mit dem Hänger was wegbringen wollten. Und wir mussten natürlich shoppen gehen für meine Klamotten, für das Vorstellungsgespräch, wollte ja einen guten Eindruck machen. Und ich habe meinen Geldbeutel da drin vergessen. Und wir brauchen den, weil Paddy hat kein Geld mehr. Und wir müssen von meinem Geld einkaufen gehen. Und deswegen ist das ein bisschen doof. Jetzt muss er das abholen. Also 30 Minuten Fahrt oder 40 und dann wieder zurück. Ja, deswegen kommt er auf jeden Fall später. So, ihr Lieben, ich koche jetzt. Und zwar fange ich an damit, dass ich Hähnchenfleisch einlege. Und zwar in Sojasauce. Das muss ich echt mal ausprobieren. Das schmeckt so mega. Also erst schneide ich es noch ein bisschen kleineres. Und dann lege ich es in Sojasauce ein. Und wir machen jetzt Gemüse mit Fleisch und einer schönen Frischkäsesoße. Und ja, als Gemüse nehme ich ein paar Karotten, Blumen und wo auch immer der gerade ist, der Brokkoli. Genau, das ist dann unser Gemüse. Dann gibt es noch Reis und Kartoffeln dazu. Vielleicht wissen es ein paar von euch oder haben es mitbekommen. Ich hatte Geburtstag, ich wurde 16. Plus 10 Jahre. Oh mein Gott, ich bin schon so alt und ich fühle mich überhaupt nicht so alt. Ich fühle mich noch voll jung. Voll jung, ja. Jetzt höre ich mich echt an wie eine alte Frau. Und ich hatte einen Sonntag Geburtstag. Und früher vor Finn hätte ich gedacht, boah cool, dann kann ich richtig schön feiern. Keiner muss früh nach Hause. Und weil Paddy letzte Woche arbeiten musste an meinem Geburtstag, haben wir beschlossen, dass wir diese Woche weggehen. Also ein bisschen feiern gehen. Und zwar nur ganz klein, als meine beste Freundin kommt mit ihrem Freund. Bin ich echt gespannt drauf, wie das wird. Da wir wirklich schon lange nicht mehr weg waren, ich und meine Freundin, haben wir wirklich auch keine Partysachen oder so. Und wir wollen ja nicht ganz so auch auffallen. Ich meine, es hat schon letztes Mal gereicht, dass da der Security meinen Ausweis nicht sehen wollte. Das war so gemein. Und deswegen gehen wir morgen shoppen und holen uns mal was. Ein tolles, oh mein Gott, holen wir uns da ein tolles Party-Outfit.
Dann bin ich echt mal gespannt, wie das wird, weil ich schon so lange nicht mehr weg war, seit Finn halt. Okay, dann gab es schon so 2-3 Mal, wo ich dann weg war, aber ja, nicht mit meiner besten Freundin, nicht so wie früher, weil wir haben dann vor, zuerst Wraps zu essen, die Weight Watchers Wraps, die mit Guacamole, ich glaube, die habe ich mal in der Food Diary gezeigt, weil die so mega lecker sind und ich da so Lust drauf habe. Und dann haben wir vor, eben SingStar zu spielen. Und ja, Finn ist bei der Oma natürlich, also der muss nicht, dass wir den stören oder so natürlich. Der freut sich auch schon mega, weil er vermisst seine Oma schon. So, Essen ist fertig. Es gibt Fleisch, Reis, Kartoffel und Gemüse. Ich meine, Kartoffel ist auch Gemüse, aber okay. Brokkoli und Karotten. Und ich habe viele Karotten gemacht, weil der Finn, der mag die total. Und ich liebe den Brokkoli mit einer hellen Soße. Zum Nachtisch gibt es jetzt noch eine Kiwi, habe ich beschlossen. Wir haben nämlich ganz viele Kiwis gekauft. Die waren im Angebot im Aldi. Und jetzt schaut der Finn auch schon her. Der mag bestimmt auch ein Stück. Auch Kiwi? Auch Kiwi. Genau, das war klar. Was holt er jetzt? Jetzt holt er sich bestimmt einen zweiten Löffel. Warten wir mal ab. Ich höre die Besteckschublade. Nicht Dose. Wie komme ich auf Dose? Und da kommt er. Schatz, da brauchst du aber einen schärferen Löffel, mein Engel. Ich glaube, das wird schwierig so. Ich helfe dir, okay? Also, von der Kiwi habe ich ganze 2 Löffel abbekommen. Der Rest hat er hingehabt. Tja, so kann man natürlich auch abnehmen. Aber ich hole mir jetzt einfach noch eine. So, wir waren jetzt bei der Apotheke, haben an Finn seine ganzen Medikamente geholt. Und weil die homöopathisch sind, sind es Milliarden. Also 5 Sachen sind es auf jeden Fall. Und ich habe ihm versprochen, dass er baden darf. Deswegen machen wir das jetzt. Und ich mache jetzt da diese Brause-Dinger rein, dass das Wasser rot wird. Und es riecht auch voll lecker nach Erdbeere. Machen wir jetzt rein. Finn freut sich schon, der wartet. Du machst rein, schmeiß. Oh, riecht gut, gell? Süßer Spatz. Süßer Spatz. Finn, schau mal her. Macht dir jetzt Spaß? Ich mach kein Foto, du musst nicht so komisch gucken. Hä? Macht es Spaß? Schnell in dein Zimmer. Schnell, warte, ich mach Tür zu. Jetzt! Jetzt ist. Ja. Ich und Finn rennen immer in sein Zimmer und machen die Tür zu, weil es extrem laut ist, Dinkelkörner mit dem Thermomix zu schroten. Gell? Thermomix. Ja, war laut, gell? Ja. Laut war das. Genau. Weil wir machen jetzt noch ein Dinkelbrot. Das machen wir eigentlich immer. Wir haben noch gar kein anderes ausprobiert. Und es schmeckt aber richtig gut. Also ich liebe es. Und es ist auf jeden Fall sehr nahrhaft, weil es ja wirklich ganzer Dinkel ist. Genau. Und schmeckt halt besser als immer dieses Roggenvollkornbrot, das ich sonst immer esse. Wir wespern jetzt noch. Mal schauen, vielleicht filme ich das noch. Und das war's dann eigentlich schon. Deswegen sage ich jetzt schon mal Tschüss. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo wäre auch ganz nett. Sehen wir uns bald mal wieder. Tschüssi. Sagst du auch Tschüss? Tschüssi. Tschüss. So, jetzt kurz noch mein Essen. Tomate, bisschen Käse. Und bisschen Weichkäse. Dann hier Schmelzkäse, Scheiben light, die sind so gut. Dann Leona mit Paprika. Ei, habe ich schon gesagt, Tomate. Ja, mit Maggi auf jeden Fall drauf.